Eine unrealistische Situation nehmen Tete aus. Nico steht vor der Dusche. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Sims 4. Ja, es fängt super an. Nico steht vor der Dusche und... War die Lücke hier schon immer? Ich weiß es nicht. Ja, da ist er auch sauer. Das ist also... Verstehe ich. Und was ist das denn? Ja, gut, muss ich mal wieder über den Schmutz aufregen. Ich glaube... Das ist so eine Zwangsneurose, die er hat. Wenn es ihr... Wenn... Goom irgendwie Schmutz... Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn los, Grievous? Was ist das denn? Das ist Andy, nicht Grievous. Ah, selbe Altersklasse. So... Ich kann mir richtig vorstellen, der Goom so bei sich zu Hause, in der Wohnung, bei Mutti, sieht so einen alten Joghurtbecher in der Küche, ne? Rastet direkt aus, ne? Richtig Eskalation bei dem Jungen dann. Richtig Eskalation. Kann ich mir so richtig vorstellen. Was macht Nico? Wieso geht der ins... Es ist so unfassbar. Ja, natürlich. Ich wollte unbedingt Andy nackt sehen, deswegen bin ich zu ihm ins Zimmer gegangen. Ja, offensichtlich, ne? Ja, weiß ja jeder. Backen, was soll ich denn backen? Nico! Da ist der Mülleimer! Da! Du sollst dich auf den Müll... Ich weiß nicht, ob du darauf urinieren oder ejakulieren willst. Ist ja für dich fast dasselbe. Ja. Ja, genau, am Morgen erstmal... Richtig. Manchmal verstehe ich Dinge nicht. Was tust du? Andi. Ne? Ich weiß ja, dass du eine Brille brauchst, aber so nah vom Fernseher, ne? Also ist jetzt nicht das, also... Ne? So, werd mal schneller fertig. Andi muss kacken. Ich glaube, du kannst dich schlafen legen. Ja, vor allem verstecken verstehe ich. Das ist natürlich eine... Die typische Fluchtreaktion von, Nico. Dass er sich vor den Menschen versteckt. Das ist auch relativ üblich. Warum? Schlechte Umgebung? Was ist denn hier los? Weil da eine Schüssel steht? Bengel, was ist denn mit dir los? Da steht eine Schüssel, Joghurt und du rennst direkt. Ja, Wohnung hässlich. Richtiger Kevin. Richtiger Kevin. So. Andi duscht, ist ebenso unrealistisch wie das mit Nico. Oh, oh, oh. Wer steht denn jetzt auf? Echse! Sehr gut. Die 3 Dollar wurden abgezogen, bevor er sich das Essen aus dem Kühlschrank genommen hat. Das finde ich, ja. Was soll ich dazu jetzt sagen, ne? Ja, mach du dir mal nahe, obwohl du kannst. Hier. Du bist doch Elektriker, Andy. Weiß ja jeder von uns. Da kannst du ja auch schon mal den Kühlschrank reparieren. So. Ach ja, Gumbo schläft ja. Andy muss in der Stunde bei der Arbeit sein, Exe auch. Oh Gottes Willen. Was hast du denn jetzt gemacht? Was hast du denn für ein Schiss abgelassen, Grievous? Das ist radioaktive Strahlung, was da rauskommt. Ah, es ist unfassbar. Du solltest doch nur ein bisschen kotieren. Oh Mann, ey, die Leute hier. Hier, putz die Toilette doch mal. Wann war? Ja, vielleicht nicht nur den Rand. In grün ist auch noch Rand. Ah, was sind denn das alles für Leute hier? Und. Ich will nicht. Was tust du?
Achso, du. Hier, wenn du gar nicht dabei bist, kannst du direkt auch noch das Badezimmer reparieren. Grievous soll mal sich ein bisschen um die Wohnung kümmern. Das ist ja... Wenn das schon selbst stinkt, dann kann wenigstens die Wohnung nicht stinken. Und was ist denn hier passiert? Wer hat denn hier in die Küche uriniert? Wahrscheinlich Nico, der ins Waschbecken urinieren wollte. So. Hä? Wischen. Ach so. Tom Clancy, die Vision. Der Blick ist auch gut da unten. So, Vanva geht super. Das ist... ein Traum. Du wirst, nachdem du den Boden gewischt hast, wisch dich doch selbst mal. Was zur... Seid ihr da alle zu unfähig, den Müll in den Mülleimer zu bringen? Was ist denn falsch mit euch? Los. Es ist doch... Es ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Warum beschämt? Was habe ich denn gesehen, was ich nicht sehen sollte? Müll auf dem Boden? Es ist unfassbar. Es ist einfach unfassbar. Ja, versteck dich ruhig, vor allem Goom. Goom, was ist denn los? Achso, Goom, du musst auf Klo. So, was macht ihr doch mal was zu essen? Ja, was Vernünftiges irgendwie. Nee, da kein Salat. Hier, macht den Orangensaft. Einen frischen. Also, er versteckt sich, natürlich. Hey, was ist denn? Gum ist auch echt unsere Putzfrau, glaube ich, ne? Was? Heureka! Wann war deine Idee für ein Synthetik-Nahrungsmittel aufgeschrieben und damit seinen zweiten Durchbruch erzielt? Klicke auf das Notizbuch-Button-Dings da. Ja, passiert mir immer. Das ist... jeder kennt ja die Situation. Er putzt gerade die Dusche, denkt sich dann... Verdammt! Also wenn ich jetzt ein paar Polyester-Verbindungen reinmache, ne, dann habe ich so einen richtigen Kunststoffapfel. Das wollte ich schon immer haben. Es ist... Kennt jeder. Weiß jeder. Trinken. Was trinke ich denn? Bier? Wodka? Es sieht aus wie eine Milch. Ja. Oder nee, es sieht nicht aus wie Milch. Es ist ein bisschen grau für Milch. Nee, das ist silberne Farbe. So außer Sprühflasche. Sich gefangen fühlen? Ach! Harmlos! Du weißt doch, das letzte Mal, als du ein Geschirrteil. Klar! Reden wir im Badezimmer. Ja, also ich habe letztens die Dusche neu angestrichen. War. Dabei habe ich an dich gedacht. Sah nämlich vorher genauso hässlich aus wie du. Ja, ich weiß. Das ist ziemlich müllig. Ja, und dafür habe ich einen Preis bekommen. Warum gehst du denn jetzt? Ey! Also. Das ist ja unfassbar. Videospielfähigkeit. Ja, jetzt kann ich in CSGO auch mal einen Kill machen. Wenn ich gegen Bots spiele. Was ist denn angespannt? Nico, was ist denn los? Und guckt auf den Kochkanal. Ja, das sind doch... Diese Situation, ne? Weavis und Nico stehen in einer Reihe vor dem Fernseher. Gucken. Ich stehe und zocke alleine. So abgeschieden. So no social life und so. Das Realismus in die Sims. Guck mal, jetzt reden die sogar auf mich. Der ist richtig kacke, der Kevin. Richtig. Kann ich mehr kochen? Ja doch. Ich kann eine Käseplatte für euch herstellen. Ja. Da kommen wir glatt die Schmetterlinge auf. Warte mal. Ich habe letztens Bücher gesehen, ne? Da standen so Noten drin. Weißt du, was das war? Nee, ich glaube, das war ein Gemüsebuch. Und dann war da auch noch eine Büste. Von mir.
Weißt du, worum es da geht? Ja, ich glaube, ich sollte lieber gehen. Mal leg dich einfach. Leg dich einfach schlafen und. Dann ist. Ich glaube, besser als. Huh? Oh Gott. Grievous rastet aus! Grievous eskaliert gleich! Ist wütend! Was ist denn los? Hast mal wieder. Hass! Was? Sag mal, hast du deine Tage oder so? Was hast du denn für Stimmungsschwank? Was ist denn das? Sag mal, was ist denn los? Also. Zerstört die Schüssel! Brutal, der Junge, brutal! Ich glaube, wir können uns eine neue Dusche leisten. Kann das sein? Ich wollte doch eine tolle Dusche haben. Wie teil sind die denn nochmal? 1300, immer noch nicht genügend. So. Wer wird denn jetzt angerufen? Cassandra Gusel möchte vorbeikommen. Ja, auf jeden Fall, das ist super. Wie geht's denen? Erstmal schlafen. Mädel. Erstmal ist das die falsche Tür. Und zweitens. Hallo. Wüten und toben, provozieren, ein Getränk werfen. Ja, ist doch mal super. Ich kenne diese Frau nicht. Sie ist aber modisch auf jeden Fall auf dem neuesten Level und verwandt mit. Oh. Verwandt mit Harry Potter? Nee. Grievous! Ah, schön. Ja, komm, entschuldige dich. Oh, es tut mir leid, dass ich dir extra diesen Cranberry-Saft ins Gesicht geworfen habe. Ja, gib mir doch ein bisschen Geld. Und lad mich doch aber auch einen heißen Kaffee ein. Na, na, na. Nur wenn ich nicht meine rosa Unterwäsche anziehen muss. Aber im Bett stehe ich darauf, Junge. Im Bett stehe ich darauf. Und wenn du mir dann noch eine gute Nacht geschenken wolltest, boah, dann komme ich so richtig. Sollen wir nicht lieber einfach nur zocken? Ich glaube, das ist normaler. Kann ich dir eine Mülltüte überstopfen? Muss ich dich nicht ansehen? Bitte, was? Ich schreibe einen Brief, ein Lied für dich. Und du willst, dass ich eine Mülltüte überhaupt? Ja, besser so. Und andernfalls kann ich dir auch einen Ball am Kopf werfen. Dann bist du ohnmächtig. Das geht genauso. Ich glaube, ich gehe mal kurz kacken. Da steht der Gartensalat, aber nein, der nimmt sich Chips. Was ist denn hier falsch? Es ist unfassbar, was hier passiert. Oh Mann, ey. Oha, oha. Ja, da habe ich mal solche Mützen getragen. Ich rede lieber nicht mit dir. Huch! Oh, jetzt ist eine Frage. Jetzt könnte der kritische Punkt sein, wo man sich die Dusche leisten können. 1315. Nein. Diese Dusche können sie sich leisten. Boah, das ist aber ein großer Unterschied. Zuverlässigkeit 8 und 3, ne? Warte ich lieber ab. Außerdem ist ja noch jemand auf Arbeit. Nico, der mit seinem Toplohn. Was ist denn hier los? Ach, einfach schlafen. Duschen. Natürlich geht Grievous erstmal in den Garten. Warum nicht?
So. Ja, den Mülleimer echt. Nachdem du den jetzt umgeworfen hast, ne? Weil du wieder mal deine Tage hattest. Stell dich der heraus. Was ist denn? Was war da das jetzt? Sag mal. Du solltest eine Sache machen. You had one job. Es ist unfassbar. Absolut. Jetzt geht Gumo auch noch auf den Balkon. Was ist denn hier falsch mit euch? Exe steht einfach so in der Küche im Schlafzimmer rum, als wäre nichts. Oh ja, geh nochmal auf die Toilette. Wenn du musst, dann musst du. So. Ja, vor allem verstecken ist was zur Heiligen. Nico ist zum Kleinkriminellen befördert worden. Jetzt macht er wahrscheinlich Drogenkäufe. Was, hier, 465 ein Spionageabzeichen. Ja. Könnt ihr die Dusche leisten. Immerhin. So, kann man nicht hell machen, irgendwie? Danke. Ah, bringt auch nichts. Ist ja im Raum. Richtig klug. Das sieht eigentlich gut aus, aber... Nee, nehmen wir das hier. So. Schöne neue Dusche. Jetzt haben sie aber ein gutes Objekt da. Gutes Objekt. Die Tür. Können sie sich die jetzt leisten? Ja. Können sie? Haben noch 8 Dollar. Sehr gut. Aber immerhin. Ne? Was ist denn? Schlaf mal. So, ich will jetzt mal wissen, so noch zum Abschluss der Folge, wie schnell geht denn das Duschen? Jetzt so hier drunter? Ach doch, deutlich schneller. Glaube ich. Oh, du musst die Toilette wieder mal reparieren. Das ist ja ein Traum. Die Reparaturen sind auch sehr detailliert. Exe, was wird das? Trips Kamafalobi? Galoof! Du stellst dich mit einer. Mit Cornflakes ins Bad, was vollgepinkelt ist. Um die. Dich dann mit Nico zu unterhalten und dein. Ich beende die Folge.